Was hast du mit? Ja, also hier haben wir einmal die Verpflegung. Es hat sich bewährt, immer zwei große Wasserflaschen mitzunehmen. Und hier Wechselklamotten. Vom Festival kenne ich das mit Bikinis. Anstatt Unterwäsche ist das auch ganz praktisch. Dann kann man sich sonnen oder halt was drunter haben. Unterhaltung für den Fall der Fälle. Man kommt ja immer mal zur Ruhe, will sich was anhören oder so. Instagram-Korrespondenz. Wichtig. Instagram-Korrespondenz, genau. Hier ist die Hängematte. Die kann man schön klein zusammenfalten. Ist ziemlich leicht. Sehr, sehr praktisch. Irgendwann mal bei Decathlon für 10 Euro gekauft. Das Tarp, Schnüre und Haken dazu. Ein Hut gegen die Sonne, sehr wichtig Da ist das auch. Tarp schon drin, eingepackt. Boah, das ist aber ziemlich klein, oder? Ja, ist Sehr geil. ziemlich, Cool. ziemlich. Also es ist kleiner als der Hut. Ja, ist echt so. Genau, hier ist mein unglaublich guter Schlafsack, den ich bei Amazon geschossen habe. Der hat hier dieses ziemlich coole Teil, welches verhindert, dass der Schlafsack sich da in den Reißverschluss reinklemmt. Das ist wirklich sehr, sehr nützlich und habe ich so auch noch nirgendwo anders gesehen. Genau, hier die Taschen zum Arme rausstrecken, wenn man möchte. Okay. Man kann ihn quasi anziehen wie eine Jacke dann. Ah Dann sind ja. die Arme draußen. Hier ist der Underkilt zur Hängematte. Sehr, sehr praktisch. Super warm von unten. Man braucht keine Isomatte in der Hängematte. Hier der Deuter-Rucksack von mir. Auch ein wirklich gutes Teil. Vor allem mit diesem Rückenbelüftungssystem und diesen sehr bequemen Hüftflossen oder wie man das nennt. Das Gewicht verteilt sich unglaublich gut. Der Rücken kann atmen. Man schwitzt nicht ganz so viel. Hast du da Und viele Außentaschen oder? tatsächlich ist es ganz cool. Also man hat hier eine so schnell Reingreiftasche und man kann von hier, wenn du den komplett gepackt hast, kannst du hier Ah, von oben, in okay. die, genau, hier wäre noch für eine Wasserblase, könnte man hier reintun. Genau, hier ist unten ist noch ein Fach, dann ist ja auch noch so ein Regenschutz Ah, dabei. cool, stark. Genau, Sehr dann geil. hier an den Seiten hat man so lange, flache Klardeckel von oben und von unten. Sehr cool. Genau, also ich bin echt wirklich extrem zufrieden. Ist ja sein Geld wert, ja? Absolut. Und Absolut. man hat sogar lebenslange Garantie, wenn was kaputt geht, schickst du den ein. Und es wird repariert. Oh, das klingt gut. Das ist ziemlich cool. Sehr schön. Und was ist das hier in der Plastikverpackung? Welche meinst Dies hier? du? Achso, Thermacare, ja. Das ist wirklich extrem nützlich für meine Phobie davor zu frieren. Also ich meine, jetzt ist es wirklich ultra warm, aber sonst habe ich immer Angst in der Nacht, dass es mir zu kalt werden könnte. Und dann kann ich alleine aus Stress nicht schlafen. Und das dabei zu haben, ist wirklich eigentlich mehr für die Psyche, dass ich weiß, 8 Stunden bleiben die Dinger warm. Hat sich bewährt. Ich habe es, glaube ich, eigentlich nur einmal benutzt, aber ich habe es immer dabei. Für den Fall, dass man keine Hängematte benutzen kann, habe ich dann eine Isomatte noch dabei, damit man dann halt, wenn alle Stricke reißen, auch Legst du die hochkommt. Isomatte unter die Hängematte? Hast du eigentlich irgendwas Spezielles, warum du dich dafür entschieden hast oder einfach nur so? Es hat sich tatsächlich über die Zeit bewährt. Also man hat schon ein paar Erfahrungen gemacht, sowas wie, ich nehme ungerne Flüssigseife mit, weil mir die mal in einem Urlaub den kompletten, einen kompletten Rucksack voll gematscht hat und deshalb nehme ich dann lieber einfach ein Stück Seife. Schreibst du dir dann immer eine Liste oder wie machst du das? Machst du einfach so Try and Error? Ich mache mir tatsächlich Listen, aber die verlege ich meistens. Das heißt, ich mache viele Fehler einfach mehrfach, bis sie dann beim nächsten Mal doch gewahr werden und ich dann den Fehler hoffentlich nicht mehr mache. Ich Aber habe mal von einem gehört, der hat dann eine Liste geschrieben und der schreibt dann auf, was er mitnimmt. Dann hebt er die Liste auf und guckt dann am Ende der Tour nach, was er gebraucht hat oder was nicht. bist du dieser jemand? Nein. Das wäre cool gewesen. Ich hätte mich gefreut, wenn es meine Idee gewesen wäre. Ist es aber gar nicht. Ja. Also ich habe dann oft auf dem Handy oder manchmal einfach nur Notizbüchlein und dann schreibe ich auch auf, so was man einfach gar nicht mehr braucht, was wirklich sinnlos war mitzunehmen. Hast du das eigentlich alles ausprobiert oder sind das so Sachen, wo du bei YouTube nachgeguckt hast? Ich habe Also hast tatsächlich du. sehr viel ausprobiert. Also wie gesagt, so ein paar Festival-Erfahrungen haben mir dann gesagt, zum Beispiel, dass es sinnvoll ist oder ja, Spaß macht, ein Bikini mitzunehmen anstatt Unterwäsche, weil du kannst halt schwimmen gehen. Es ist so same, same, but different, but still the same. Dann hatte ich früher auch diverse Trinkflaschen mir geholt, so Nalgene und so ein Kram. Aber im Endeffekt ist so eine ganz einfache 1,5 Liter Flasche
Ja, ich meine, die tut's. Ne? Ja. Und hier dieses Plastik, das ist wahrscheinlich leichter als die Nalgene-Flasche. Ja. Du kannst es wegbringen und dann hast du dann Pfand. Ach ja, stimmt. Wir haben schon oft auf Touren haben wir das Problem gehabt, dass wir kein Wasser hatten. Also nicht, dass wir irgendwie kein Essen mehr hatten. Wird ja dann oft so gesagt, nimm eine EPA mit oder irgendwie so ein Notvorrat an Essen. Wir haben noch nie Hunger gehabt, ne? Nee. Aber wir haben immer Probleme mit Wasser. Gerade im Sommer, wie oft haben wir das gehabt? Pfälzer Trekking Tour, das glaube ich. Mhm. Da sind die Quellen dann trocken gewesen, obwohl sie eingezeichnet waren oder sowas. Und teilweise waren die auch abgeschlossen. Ja. Das war halt auch richtig bescheuert. Weggesperrt, ne? Einfach total krass. Ja. Ja, also Wasser ist schon Fluch und Segen zugleich. Man freut sich, geil, man kann alles wieder auffüllen und dann, oh shit, aber es ist 3 bis 5 Kilo schwerer, einfach alles, was man dabei hat. Also, genau. Ich finde das auch spannend. Im Endeffekt ist ja so, ne, wenn wir jetzt so die verschiedenen Ausrüstungen sehen, ne? Jeder hat ja jetzt so nach seinem eigenen Gutdünken gepackt. Mhm. Wenn man das jetzt abgestimmt hätte aufeinander, dann hätte man auch so Synergieeffekte. Zum Beispiel so, du hast jetzt deine 2 Liter dabei. Du hast nichts, um Wasser zu desinfizieren oder du hast jetzt keinen Filter oder sowas dabei. Das heißt, du bist ja darauf angewiesen, du musst jeden Tag mindestens einmal in die Stadt, um Wasser zu kaufen. Das heißt, du brauchst auch keine Lebensmittel bevorraten, weil du bist ja sowieso im Einkaufsladen. Ne? Stimmt. So, und wenn, wenn man das jetzt nicht aufeinander abgesprochen hat, hätte man einen dabei, der nimmt dann 10 Liter Wasser mit oder so und hat dann genug Essen mit oder so. Aber der ist dann bei der Tour immer, sozusagen der Gekniffene, weil er müsste nicht in die Stadt, muss aber mit in die Stadt. Mhm. Und sowas kann man dann super aufeinander abstimmen eigentlich, ne? Ja, also dazu kann ich, oder muss ich noch sagen, wir teilen uns das Kochgeschirr, Till und ich, und deshalb habe ich das jetzt hier nicht dabei, weil sein Rucksack einfach größer ist, das recht viel Platz wegnimmt und deshalb ist jetzt kein Kochgeschirr. Ist auch eine coole Sache, so Ausrüstung zu teilen. Ich meine, bei der Bundeswehr ist das ja auch, da hast du ja diese Zeltplan zum Beispiel, ne? Mhm. Zeltplan, jeder hat einen und dann werden die zusammengeknüpft. Mhm. Wobei, also ich finde die sind halt tonnenschwer, ne? Das ist Baumwolle und so. Irgendwie, das ist nett, wenn ein Feuer brennt, aber ansonsten Tarp. Oder halt bei solchen Temperaturen halt gar nicht, ne? Ich meine, wir hatten letzte Nacht, glaube ich, 15 Grad als kälteste Temperatur. Aber ich finde das cool, dass du dann das Thermacare auf jeden Fall mitnimmst, nur für die Psyche. Ja. Um dann besser zu pennen, so nach dem Motto, ich kann das ja. Ja, das ist. Wie war das mit dem Schlafsack gestern Nacht? War es zu warm? Hast du geschwitzt? Hast du den offen gelassen, oder? Er war perfekte Outdoor-Nacht, die ich je hatte. Hast du gesagt, ne? Ja. Als ich heute Morgen Jule gefragt habe, ich glaube, ich habe es schon gezeigt, hat sie gesagt, es war wie zu Hause. Und das, finde ich, ist immer so das Zeichen dafür, dass du alles richtig machst. Wenn du keinen Unterschied spürst, ob du im Busch pennst oder dann halt zu Hause, dann finde ich, ist es halt richtig gut. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Cool. Ja, alles klar. Dann schönen Dank. Klar doch.